rennt sie nach Hause, fordern diese Demonstranten in der italienischen Hauptstadt Rom. Ihr Wunsch könnte bald in Erfüllung gehen, denn für den Fall, dass die Italiener die Verfassungsreform ihres Ministerpräsidenten in dem anstehenden Referendum ablehnen, hat Matteo Renzi seinen Rücktritt angekündigt. Das Votum der Italiener in dem Volksentscheid hat Renzi zu einem Zeitpunkt mit seiner politischen Zukunft verknüpft, als er noch beliebter war. Angesichts sinkender Umfragewerte äußerte sich Renzi in letzter Zeit vorsichtiger. Das Referendum ist kein Entscheid über die Regierung, das muss man immer im Kopf haben. Ich gebe zu, dass wir zu Beginn falsch lagen, als wir das behauptet haben. Mit der bereits vom Parlament gebilligten Reform will Renzi die Befugnisse des Senats stark einschränken, um die Gesetzgebung zu beschleunigen. Außerdem sollen die Regionen Macht an die Zentralregierung abgeben. Die Partei heißt Demokratische Partei, aber sie will undemokratische Reformen. Laut Umfragen wird das Nein-Lager gewinnen. Hoffentlich. Renzis derzeit größter Gegner ist die Fünf-Sterne-Bewegung des Komikers Beppe Grillo. Sie gilt als populistisch und eurokritisch. Kommt es zu vorgezogenen Neuwahlen, könnte sie laut Umfragen stärkste Partei werden. Die Fünf Sterne in der Regierung, das wäre ein Fiasko für die europäischen Partner Italiens, vor allem für Deutschland.